und herzlich willkommen zu mein Hall. Ja, es gibt Müller, es gibt Rossmann, es gibt Kleiderkreisel und ich habe zwei Pakete bekommen. Wir fangen an mit Müller, weil das habe ich vor meiner Nase stehen und ich mache meine Bestellung auf. Ich habe online bestellt bei Müller. Ich habe es gerade abgeholt. Und habe gesagt, okay, dann schmeiße ich das ins Haul rein, weil bei Müller gab es, ich weiß nicht aus welchem Grund, Badezusätze. Badezusätze von Kneipp reduziert auf 1,25 Euro, glaube ich. Hoppala, ich glaube, der Preis steht auf dem Lieferschein nicht. Nee, steht nicht drauf. Okay, aber da habe ich zugeschlagen, habe mir 8 Stück gekauft, aus dem einzigen Grund, weil ich die Kneipp-Badezusätze liebe. Und hallo, 1,25 Euro, die kosten 4 Euro, oder? Ich habe mir hier zweimal oder sogar mehr, glaube ich nur zweimal, Lieblingszeit Kirschblüte und Reiskeimöl. Die sind richtig gut, also die Kneippzusätze sind richtig gut und für 1 Euro etwas. Ja, das ist ein ganz sanfter und leichter Duft. Also für den Preis, wie gesagt, ich weiß nicht, was hier bedeutet. Pack, ein Kind, Nummer, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ja, wie gesagt, das zweimal. Dann habe ich mir viermal, weil das ist mein Lieblingsduft und ich habe es eigentlich nicht mehr gesehen. Es gab auch als Duschgel, das hat auch so eine Nummer. Keine Ahnung, vielleicht haben die markiert, wie viele ich kaufe. Eins. Ja, genau. Ja, alle haben. Ich habe viermal bestellt. Glückliche Auszeit, das ist Mohnblüte. Oh, ich liebe diesen Duft. Ich liebe diesen Duft. Ich habe noch eine Badeessenz, glaube ich, in Mohnblüte. Ich liebe diesen Duft. War jahrelang mein Lieblingsduft, also Duschgel und gibt es nicht mehr. Roter Mohn und Hanf. Und es gibt leider nicht mehr, also als Duschgel. Ich zumindest habe es nicht mehr gesehen. Vielleicht aber auch nicht beim Müller habe ich das auch nicht mehr gesehen. Oder habe ich nicht richtig geschaut? Ich versuche es auch einzupacken, weil danach muss ich schnell aufräumen und abhauen nach dem Hol. So, und dann habe ich noch zwei geholt, auch bekannte Düfte, also die kenne ich schon seit Jahren. Einmal Erkältungszeit, weil man braucht sowas immer zu Hause, das ist Eukalyptus und Minze. Und einmal Mandelmilch und Mandelöl, das ist auch ein bekannter Duft. Ja, wie gesagt, nur 1 Euro etwas, ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dann habe ich zugeschlagen. Ich habe für alle insgesamt 12 Euro und noch ein paar zerquetschte bezahlt und habe gesagt, das ist unschlagbar, auch wenn ich die verschenke, ist richtig gut. Kurz war ich bei Teddy und ich habe mir diese Duschvorrangringe, weil immer wenn ich meine Vorhänge wasche, ich tue die Ringe wegmachen und manchmal zerbrechen die. Und ich habe das gebraucht. Das ist das Einzige, was ich von Teddy gekauft habe und ich wollte es euch noch zeigen. Hat 1 Euro gekostet, sind 12 Stück. Dann auch bei Norma habe ich mir was geholt und zwar die El Corina Creme Dusche Wassermelone und Ylang Ylang, weil ich nicht genug Duschgele habe, aber das musste mit, weil dieser Duft, ja, das ist dieser künstliche Wassermelonenduft, was mich total umhaut und ich muss das noch haben, weil ich habe schon vor Jahren etwas von Penny gehabt. Dann musste einfach mit, weil ich das immer testen wollte und ich habe es nicht gemacht und ich vermute, die geht aus dem Sortiment. Ich habe es übrigens bei Netto gekauft, die Bodylotion von Duschstars, Gurke und Melonenduft. Ja, 200 ml sind hier enthalten, ich muss das haben. Und was ich noch haben müsste, war ein Backup von dieser Bodylotion. Die geht aus dem Sortiment. Das war limitiert. Ist eine Bodylotion mein Pflegemoment. Die habe ich einmal kostenlos bekommen durch diese App. Oder nur 50 Cent dafür bezahlt. Sehr wenig. Und einmal habe ich mir als Backup geholt, weil die so geil riecht. Und pflegt auch. Muss das haben. Empfehlung. Bei Rossmann habe ich mir dann endlich einen großen Haarspray gekauft.
Ich habe schon mal gesagt, so viel Abstand habe ich nicht zwischen mein Waschbecken, nicht Waschbecken, es gibt so einen Rand über den Waschbecken und mein Unterschrank. Ich muss es irgendwie, aber das ist ziemlich klein im Vergleich zu dieser riesigen Pullen. Mal schauen, ich kenne es nicht, ich werde es testen. Weil ich kaufe mir immer diese Mini-Pullen, ne? Dann gab es von Nature Box, geht aus dem Sortiment und da gab es auch einen Coupon und dann nur für 1 Euro etwas diesen Shampoo mit 100% kaltgepresstem Kokosnussöl, frei von Sulfaten, Silikonen und Parabenen. Dann zweimal mitgenommen, 385 Milliliter, weil 15 Milliliter extra wäre zu teuer gewesen. Dann geht aus dem Sortiment, aber ich benutze die sehr gerne, weil das so einen feinen Sprühnebel hat, also auch zum Make-up nicht unbedingt fixieren, sondern dass es diesen cakey, diesen pudrigen wegmacht. Isana Wasserspray. War die letzte, glaube ich, für 50 Cent. Aber sagt, okay, ich nehme es mit. Dann, ich versuche hier ein bisschen zu sortieren, wobei ich nicht viel habe. Ich habe schon gesagt. Ich habe versucht, diesen Monat zumindest aus der Drogerie nicht so viel zu kaufen. Nachgekauft Wattestäbchen, weil ich na Wattestäbchen immer brauche und die sind mit umweltfreundlichem Papierstäbchen, einfach nur als Info. Ich habe den Colin seine Wundschutzcreme gekauft. Er trägt kein Pempi mehr, aber wenn er schwitzt, er fängt an, sich zu kratzen. Und wenn es juckt, dann hilft diese Creme, weil die nicht einzieht so richtig. Da bleibt und schützt und es beruhigt. Und das nehme ich gerne. Die kostet unter 1 Euro, meine ich, oder 1,49 Euro, 29 oder so. Und die ist sowas von gut. Ich habe noch eine angebrochene, aber langsam ist Zeit, dass ich die wechsle. Und deswegen habe ich mir die geholt. Das ist sowas von gut, auch für euch, wenn es etwas, eine Zecke, nicht Zecke, Zecke ist gefährlich, ein, na, bis, wie nennt man das? Oder von einer Pflanze oder wenn ihr allergisch seid und so, das hilft. Wie heißen die? Mücken, ne? Was habe ich noch geholt? Oh, der Rest ist eigentlich nicht mehr von Rossmann. Ich habe mir die zwei Primers geholt von die Crystal Dreams LE Luminizer. Ich habe schon einmal da und ich habe es mir nochmal gekauft, weil reduziert und da gab es noch Prozente und ich habe es mir geholt. Als ich bei Müller war, habe ich was gesehen, was ich an euch verlosen möchte. Und es ist diese Epic Sunset Lidschattenpalette. Schaut so aus. Und ich finde, da ist alles drin, was man braucht. So schaut die aus. Die möchte ich an euch verlosen. Also wer die Palette haben möchte, schreibt mir bitte in meinen Kommentar, dass ihr mitmachen wollt. Natürlich, ihr sollt Abonnenten meines Kanales sein. Und ja, das ist die Palette. Und ich habe mir gedacht, packe ich euch auch ein Primer dazu, ne? Dann ist es schön, so also ein schönes Paket. Ne? Okay, das möchte ich euch verlosen. Ja, also wer schaut, gerne in die Kommentare. Ohne Kommentar seid ihr nicht dabei. So. Dann habe ich im Internet bestellt und ich weiß nicht mehr, natürlich bei. Nee, ich war bei Müller. Bei Müller gab es 30 oder 50% auf NYX und deswegen habe ich mir den Glow Born to Glow Foundation habe ich mir geholt. Das ist die Farbe Warm Vanilla. Mal schauen. Und da habe ich auch, na, sagt man, Dinger, Proben bekommen. Ich meine, das wäre dann alles. Nee, ich habe mehrere. Ich habe ziemlich viele Proben bekommen. Und ja, ich liebe Proben, ihr wisst schon. Ich habe zweimal Guard-Spülung. Davon habe ich noch zwei, glaube ich. Dann habe ich einmal Nivea Reinigungsöl Macadamia-Öl. Kenne ich nicht und ich liebe Reinigungsöl. Von daher, boah, hat mich auch gefreut. Dann In Love With You Freeze von Emporio Armani. Ich liebe Proben. Dann Mademoiselle Azzaro. Das habe ich schon zweimal, glaube ich. Freue mich, dass ich noch mehr, dann habe ich mehr von diesem Duft. Und Miss Dior Rose and Roses. So. Dann habe ich bei einer netten Dame, nee, doch. Diese Probe, glaube ich, ist auch von Müller, oder? Alkmene.
reichhaltige Gesichtscreme. Denke ich schon. So, dann habe ich meine nette Dame in Kleiderkreisel bestellt. Und da habe ich mehrere Sachen von ihr gekauft. Und zwar einmal den Pure Skin Face Cleanser, Cleanser in 56 Gramm. First Aid Beauty soll eine richtig gute Marke sein. Ich sammle aktuell ein paar Produkte und dann werde ich die testen. Dann habe ich den Hautpeeling, Gommage Klar, Exfoliator. Das ist auch so eine kleine Probe, 28,3 Gramm. Dann diese zwei Packungen, wie heißen die? Facial Radiant Pads, also sind Exfoliating Pads. Schauen so aus. So. Und dann habe ich auch von ihr dieser Polyglutamic Acid, ein Serum von die Inkilis. Inkilis soll auch so eine gute Marke sein, deswegen möchte ich testen. Was ich nicht kenne, möchte ich testen, weil ich bin halt so. Und ich habe ihr auch ein paar Proben abgekauft. Und zwar einmal, also hat mir auch reingepackt, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass es von CeraVe, diese Moisturizing Lotion, die drei drinnen waren in dem Paket. Soll auch eine gute Marke. Dann hat sie ein All-Nighter Make-up Setting Spray gehabt in Mini. Dadurch, ich möchte den Hype verstehen. Da habe ich gesagt, ich möchte diese Probe haben, dass ich auch verstehen kann, warum und wieso ist das teuer. Und ich finde, das ist so schön für den unterwegs. Also die Flasche behalte ich auf jeden Fall, wenn der Sprühkopf in Ordnung ist, auf jeden Fall für unterwegs, wobei ich nicht so viel auf die Reise bin. Wenn schon, aber habe ich das. Dann, ich glaube, das war in einer Zeitung drinnen. Ja, in einer Zeitung, aber welche weiß ich nicht mehr. Das war als die Lancôme Teint Idol Ultra Wear in Beige Diaphane, wie immer. So. Und da war auch diese Probe von L'Interdit de Givenchy. Ich habe es abgerissen. Das sind zwei Sachets, so zwei Proben. Einmal für Herren und einmal für Pro. Ja, oder? Oder nicht? Keine Ahnung. Sind zwei. Ich werde es testen. Dann habe ich von ihr, glaube ich, diese Herborian Korean Skin Therapy CC Cream. Bin sehr gespannt, weil ich vieles drüber gehört habe, aber die Marke kenne ich nicht. Ich habe es, wo habe ich? Bei der lieben Claudi habe ich. Claudis Welt. Claudis Welt. Wie heißt ihr Kanal? Santa Claudi. Wie heißt dein Kanal? Ja, dann hat die Dame noch diese Ritual of Namaste Glow Natural Skincare Day Cream, so eine Probe. Ihr wisst, ich liebe Proben. Dann bin ich immer noch auf der Suche für einen Ersatz für die Shiseido Peeling Powder. Ich habe ein Haar hier, der kitzelt. Von der Shiseido Peeling Powder und es ist so ein Enzym-Peeling von Annemarie Berlin. Hier sind 8,5 Gramm drinnen. Habe gesagt, okay, ich nehme es mit und teste es. Ich bin verliebt in dieser Shiseido Peeling Powder, aber die ist mir zu teuer. Also, ja, Angebot, Preis um die 37 Euro ist mir trotzdem. Und sie hat noch dabei eine Touche Eclat Foundation in Sand. Das ist eine meiner Top 3 Foundations und ich wollte diese Probe unbedingt haben, weil die so gut, die Foundation ist. Ja. Dann komme ich irgendwann nach Hause und da ist ein Paket von meiner lieben Melanie. Ich wusste es, ich habe keine Ahnung gehabt. Und sie hat fleißig gesammelt, Proben gesammelt und alles, was sie nicht benutzt, also ne, was zu ihr nicht gepasst hat oder so, hat sie mir geschickt. Und ich habe mich so gefreut und mein Mann, ich hab meinem Mann gezeigt und gesagt, schau mal, was ich bekommen habe von der Melanie. Und da waren sogar 4 Parfümproben für Männer drin. Er hat sich so gefreut, hat gesagt, einfach so, ja, einfach so. Also Melanie, vielen lieben Dank. Mein Mann war echt auch richtig froh und ja, ich zeige euch, was noch drinnen ist, weil mein Mann hat, also ich habe ihm schon die Sachen gegeben. Wie gesagt, er hat sich sehr gefreut und hat es gleich mitgenommen. Und zwar einmal Angel von Thierry Mugler, richtig geil. Dann von Hermès Tuileries d'Hermès. Es sind so viele Proben für mein Projekt. Ich freue mich.
Dann von Kiehl's Calendula und Aloe Soothing Hydration Mask für Haut. Ne? Ich soll eigentlich alles raus und dann wieder rein, weil dann ist es alles so schön. Ja, schau mal. Shine bright like a diamond. Ja, das ist so schön. Ich freue mich wie Bolle, Melanie. Und ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Nee, sie hat's. Nee, das kann doch nicht sein. Doch, doch, sie hat's gemacht. Also wie gesagt, einmal diese Probe. Dann von Sensai ein Lip Treatment. Total Lip Treatment. Cool. Dann von MAC. Ich war, wow, sprachlos. So Dreier mit Velvet Teddy. Das kenne ich. Mocha und Hug Me. Richtig geil, Lippenstift. Dann von Eisenberg Paris Maske, Creme, Contour des Yeux für die Augen. Dann eine Body Cream von Kiehl's. Dann von Fit Me Matte and Poreless. Sephora zweimal eine Mattifying Maske, mattierende Maske zweimal. Ey, also ich Davidoff Cool Water Woman ist nicht mega, also nicht mein Duft hundertprozentig, aber ich nehme es gerne. Mon Guerlain Parfüm, Roberto Cavalli Paradiso Azzurro, also Paradiso habe ich schon mal gehabt und war richtig geil. Remove Eau Lacté Micellar, also mit Micellar Cleansing Milk, richtig geil. Dann eine Creme von Detox, eine habe ich schon, eine kleine Probe habe ich schon aufgebraucht von denen und war richtig geil, also hat nach Melonen geduftet. Dann Estée Lauder The Double Wear als Probe, cool. L'Interdit de Givenchy, es ist genau das, was ich in dieser Zeitung Probe gehabt habe. Boah, ich bin total... Dior Joy, MAC in Extreme Dimension 3D Black Mascara. Das habe ich schon mal gehabt und ich fand es richtig gut. Dann habe ich Sephora Eau Micellaire. Geil! Philodroga Creme Ultra Liftant, Ultra Lifting Cream, auch fürs Gesicht. Dann war es richtig schwer. Ein Serum von Sensai. Für Throat and Bust, also für Hals und Dekolleté. Es ist ziemlich schwer, diese Packung. Dann von Shiseido ein Ultimoon Power Infusing Concentrate und Brightening Gel Cream. So ein Duo. Boah. Ey, nochmal Cool Water. Von MAC, schaut mal. Das ist geil. Boah, ich weiß, ich bin verrückt, aber ich bin sowas von... Das ist ein Schwämmchen und hier so ein Puder und das ist Studio Fix Powder. Das kann ich, jetzt ist mir, wobei es ist dunkler geworden und es jetzt, okay, Schnee, es schneit. Das ist mir also jetzt nicht so passend. Ich muss ein bisschen dunkler werden. Jetzt sehe ich dunkler wegen Licht, aber dann habe ich Schokolade. Das würde ich den Kleinen geben, nur dass du weißt. Vaso Shiseido Poreless Matte Primer. Bottega Verde Illusione Parfüm. Kenne ich nicht. Da ist so viel drinnen. Dann Narciso Rodriguez. Richtig cool. Dolce & Gabbana The One. Noch ein Estée Lauder Double Wear. Dann von Fresh Rose Face Mask, kenne ich nicht. Und ein Soy Face Cleanser, kenne ich nicht. Die Marke kenne ich gar nicht. Und dann noch eine Probe von Sephora mit einem Hyaluronic Acid. Richtig geil. Also vielen, 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 vielen Dank. Danke, dass du mein Projekt 400 unterstützt. Und danke, dass du an mich denkst und für mich Proben sammelst, weil die Verrückte... ja, Proben liebt. Ich bin hin und weg, weil ja, ich liebe sowas. Ich bin sowas von nö. Und dann habe noch was für euch. Also der Haul ist nicht zu Ende. Ich habe tatsächlich was noch gekauft. Ich muss erst mal zu runterkommen. Ich bin so total baff von diesem Paket von dir, liebe Melanie, dass ich ja, ich bin so, okay,
Dankeschön. Ich bin total baff. Ich habe tatsächlich noch was bestellt bei meiner lieben Beauty for Olympia. Das ist die liebe Sarah. Es ist so ein Paket. Ich habe immer wieder was bei ihr reserviert sozusagen und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt mach mal, das war's, das ist alles, was ich von ihr abkaufen wollte. Ich habe es nicht einmal aufgemacht. Das ist schon mein zweiter Kauf bei ihr. Bin mega zufrieden und sie sammelt auch für mich Proben und hat so faire Preise. Also ja, kann man nichts Negatives sagen. Vielen lieben Dank, wenn du mein Video anschaust. Bin mega zufrieden. Und ehrlich zu sein, ich weiß nicht mehr genau. Also ein paar Sachen kann ich mir erinnern, aber ein paar, ich habe so schnell gemacht und schnell gesagt, ja, ich möchte es haben, weil, und ich weiß nicht einmal hundertprozentig, was sich alles hier befindet. Ja, vor allem, weil sie mir auch Proben zugeschickt hat. Oh Gott. Oh, oh Gott. Oh Gott. Ja, Probenparadies für mich. Die gleichen wie die bei die von der, oh Gott, ich kann nicht mal reden. Von der liebe Melanie, dieser Rose Hydration Cream. Also jetzt kann ich richtig ausgiebig testen. Super. Und auch diesen Cleanser. Dann da Dosens, was ist das da? Dosens kenne ich nicht. Das ist eine Crememaske, das werde ich nachts oder abends benutzen. Kennt ihr diese Maske? Ich nicht. Dann Shiseido Synchro Screen. Oh, cool. Boah, so ein Blister mit, ja, die zwei Farben werde ich zum Beispiel vielleicht als Contouring benutzen, versuchen. Die könnte ich theoretisch mit dieser mischen und davon mir zwei dunklere Anwendungen, aber das als Konto, weil das ist mir zu dunkel. Ich finde es schade, dass ich die nicht alles, also ich muss es alles benutzen, mir wurscht. Ja, cool. Was habe ich denn da? Perfect Nacht Sleeping Oil. Bier bei Nacht. Keine Ahnung. Schaut euch das mal an. Milk Make-up. Ach, cool. Deep Puff with Energizing Caffeine. Aha. Cooling Water. Ah, das ist diesen Stick. Habe ich schon mal gesehen. Und schau mal, da ist eine kleine Portion. Ich glaube, das reicht mir mehrmals. Cool. Sephora, die gleiche Maske. Ey, ihr habt beide bei Sephora bestellt. Estée Lauder. Ah, jetzt habe ich viel Estée Lauder. Ein Ivory Beige. Richtig cool. Weil ich habe Estée Lauder diesen Dings in eine dunklere Farbe. Hier ist nur der, ja, Belief. Das ist bestimmt irgendwo. Hier ist nur dieser Zettel. Ich finde es bestimmt noch. Oh, noch mehr. Maske. Mud Mask Purifying and Mattifying. Ach, cool. Was ist das? Good Jeans. Glycolic Acid von Sunday Riley. Ach du lieber Gott, das ist eine ziemlich teure Marke. Also High-End Brand. Oh, cool. Sephora Clay Mattifying Cleanser. Cool. Lancôme Teint Idole Ultra Wear in bestimmt Beige Diafan. Cool, weil ich diese Foundation mag ich sehr. Teint Idole Ultra Wear. Ach, das ist zweimal. Super. Ach, wieder diesen Deep Hydration Face Cream. Ey, das kann ich mir alles in einen Tiegel machen und dann mindestens ein paar Wochen. Super, benutzen. Dieser Hyaluronic-Dings von Sephora wieder. Cool. Was ist das? Ach, so Sticker. Schön, danke. Das ist cool. Dr. Hauschka, was habe ich hier? Die reichhaltige Crememaske. Ich meine, die habe ich schon. Ich freue mich, wenn ich mehr von einer Probe habe. Also sag mal, wie hier. Fünfmal, sechsmal die gleiche, weil dann kann ich die richtig gut testen. Ich mache mir ein sehr gutes Eindruck. Ach schon. Schau mal, auf der gleichen Reihe. All Day Hydrator. Ach cool. Balea Beauty Effect Augen Gel Pads. Ach cool. Super, weil ich die nicht kenne. Also ich kenne die, aber ich habe die noch nicht getestet. Ach cool, 3x2 Pads. Uah.
Freue mich. Oh, viele Masken. Ey, du bist verrückt. Schaut mal. Mandelic Pigmentation Corrector Night Serum. Aha, ein Serum. Cool. Feuchtigkeitsmaske von Schebens. Okay. Aha, schau mal. Mandeltraummaske. Petra Edition. Kenne ich überhaupt nicht. Ja, cool. Es ist kalt, weil ich gerade ein Paket von draußen geholt habe. Antifaltenmasken, ich meine, die habe ich, aber ich habe die noch nicht getestet. Super. Nochmal diese Mattifying-Maske. Cool. Zweimal Luxusmaske Golden Glamour. Okay, die kenne ich auch nicht. Feuchtigkeitsmaske. Und das ist auch so. Und ich vermute, das ist auch so eine Feuchtigkeitsmaske von Schebens. Ich liebe Masken. Bei mir mit Masken. Boah. So. Du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ich kriege gleich die Krise. Ich muss auch stillen, was hier alles sich drinnen befindet. Oh. Das sind alle Goodies sozusagen, ne? Was sie für mich auch sammelt. Cool Water von Davidoff. Schaut mal, zweimal. Oder? Cleanse of Oil von MAC. Cool, weil ich liebe Oils. Oh Gott, aber was sie alles hier. Nochmal, ich habe das schon, es ist gleich aufgebraucht. Also ich habe zweimal das gehabt und jetzt habe ich das zum dritten Mal, diesen Serum von Lancôme Light Pearl. Das reicht mir. Also diese Flasche hat 5 ml. Das reicht ungefähr 2 Monate. Dann nochmal den Lancôme Genifique. Davon habe ich 15 Stück noch. Aber der ist richtig gut. Und noch etliche Parfümproben. Und einmal Kiehl's Glow Formula Skin Hydrator. Oh mein Gott. Dann Dior One Essential Skin Booster. Sprachlos. Ich bin sprachlos. Armani Code Absolue als Parfümprobe. Ich liebe die. Terre d'Hermé, genau das, was ich von der Melanie bekommen habe. Jean-Paul Gaultier Skandal. Das habe ich auch schon mal. Aber ich liebe es. Tom Ford Metallic. Kenne ich überhaupt nicht. Sie hat mir gesagt, sie musste ein paar Sachen aus dem Dings rausholen. Flower Bomb Nectar bei Viktor und Rolf. Da bin ich gespannt. Sie musste die rausnehmen, weil die haben im Paket nicht mehr gepasst. Oh Gott, natürlich haben die nicht mehr gepasst, wenn du so viel reintust. Was ist das? Ein Clarifying Oil von Glam Glow. Kenne ich überhaupt nicht. Also Glam Glow kenne ich, aber habe noch nie was von denen gehabt. Dior Joy nochmal. Miss Dior nochmal. Rose and Roses. Genau das, was ich noch habe. Cartier La Panthère, richtig geiler Duft, habe ich schon in eine größere Probe noch, richtig gut. Und Aqua Allegoria, Ginger Picante Guerlain. Also du bist ganz verrückt. Also Leute, was ich euch bis jetzt gezeigt habe von der lieben Sarah, sind nur Sachen, die ich, die sie mir so dazu eingepackt hat. Es ist nicht, was ich gekauft habe von ihr. Sephora. Irgendein Coconut Watering Cleansing Wipe. Okay, cool. Estée Lauder nochmal. Oh Gott. Nochmal diese Maske. Ja, da habe ich ein Jahr. Aha, okay. Das ist diese Belief Pore Cleaner Maske. Diese Foam Bubbling Mask. Finde ich richtig cool, weil ich sowas sehr gerne mag. Sephora Beauty Amplifier, ein Primer. Richtig cool. Und nochmal diese Maske. Oh. Und ich glaube, ach Gott, nee, da sind noch Masken und Proben und so. Also, das ist das, was ich, ups, das ist das, da muss ich, ja, ein Video schneiden. Das, was ich eigentlich von ihr gekauft habe. Und hier sind noch, oh Gott, da sind noch jede Menge Proben und jede Menge, oh, du lieber Gott, du bist verrückt. Ich bin
bin sprachlos. Ich weiß nicht einmal, wohin damit. Gott, das ist so viel, ey. Ligne Sandbar Oil Solaire, Tanning Oil, Low Protection, Rukuku. Ich habe es noch nie gesehen, ich kenne es gar nicht. Leute, wenn ihr diesen Paket sehen würdet, nochmal MAC Cleansing Oil. Dann habe ich hier VDL, ein Lumilayer Primer, kenne ich überhaupt nicht. Ich bin sprachlos, wie jetzt. Urban Decay Original, oh ja! Eyeshadow Primer Potion, das war jahrelang mein Lieblingsprimer. Eden dann auch. Wow, Eden kenne ich nicht. Minor Sin kenne ich auch nicht. Das war jahrelang mein Primer Potion, habe ich es gerne benutzt und dann irgendwann war mir zu teuer und jetzt habe ich es wieder. Lancôme Renergie Multilift, die sind richtig geil, das habe ich auch gerade in Benutzung. Dann passt es dazu. Abeille Royale Crème Jour Guerlain. Oh. Dann wieder diese Mattifying. Ah, das ist diese Mattifying. Pioi, davon habe ich jetzt tonnenweise. Mann. Du bist verrückt. Du bist verrückt, 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 verrückt. Nochmal so ein Wipe von Sephora. Leute, dann von dieser St. Barth ein nach dem Sunning Lotion Dingsbums, Apressan. Okay. Was ist das? Mutiny Maison Margiela Eau de Parfum. Kenne ich überhaupt nicht, kenne die Marke auch nicht. Dann zweimal Pascha bei Cartier. Leute, es sind 10 Milliliter drin. So eine große Probe habe ich von Cartier La Panthère noch. Ich habe zweimal damals gehabt. Und das ist zweimal drin. Also so hier, nur hier habe ich schon 20 Milliliter Parfum. Ey, du bist verrückt. Vielen lieben Dank. Also, boah, ich sag nichts. Ich versuche mich zu beruhigen. Ja, Si Fiori Eau de Parfum. Danke, ich zitter ein bisschen. Balea Lippenpflege White Coconut. Das habe ich nicht. Super. Sogar zweimal. Cool. Von Kiehl's Cilantro and Orange Extract eine Polluting Defending Mask. Und es ist zweimal drin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gucci Bloom? Cool. Engelsrufer? Kenne ich nicht. Ich habe noch nie gehört. Aurora? Ich kenne die Marke gar nicht. Dann Miss Dior Rose and Roses. Jetzt kann ich diesen Duft richtig gut testen. Ich habe jetzt drei Proben davon. Dann wieder nochmal diese Antifaltenmaske zweimal. Dann diese Feuchtigkeitsmaske noch zweimal. Ey. Dann diese Purifying Mud Mask. Oh mein Gott, Feuchtigkeitsmaske. Nochmal diese Anti. Oh Gott, Sugar Scrub. Ach cool, den habe ich gar nicht. Den habe ich nicht einmal gesehen. Und dann, ja, genau, diese Reihe bin ich gerade am Aufbrauchen. Passt perfekt. Und dann noch, was ist das denn? Pore Cleaner Bubble Foam. Ach cool, ein Cleansing Foam. Zweimal von dieser Belief-Marke, da habe ich auch viel Gutes drüber gehört. Und ein Pore Cleaner Moisturizer. Zweimal habe ich viel Gutes drüber gehört. Oh Gott. Also, Melanie, du und die Sarah, ihr habt mich total kaputt gemacht mit eure Pakete. Ja. Genau, das sind die Sachen, die ich tatsächlich gekauft habe. Und einmal ist dieser Foundation Skin Illusion Natural Hydrating Foundation von Clarins drinnen.
Ich wollte es testen, ich wollte es immer testen und die Farbe passt mir sogar. Ja. Richtig schön. Boah. Wie gesagt, ey, die Sarah, die hat so faire Preise und ist auch fair zu mir allgemein. Also das, was wir uns absprechen, stimmt auch. Dann habe ich mir die Luminous Skin Foundation von Giorgio Armani nachbestellt sozusagen, weil ich habe die in die Farbe 5,5, glaube ich, und das ist die Farbe 4. Würde auch jetzt passen. Aber die mache ich nicht auf, weil ich habe noch ein paar, die ich leer bekommen muss, wo es um die Hälfte oder über die Hälfte schon benutzt ist. Und dann möchte ich das ja, benutzen. Dann habe ich mir, ja, ich habe es bei ihr gesehen und habe gesagt, ach, die ist sowas von wunderschön. Das ist die Goddess Gold Palette von Colourpop. Zeige ich euch. Die fand ich so schön und so putzig, so winzig, klein und schön. Und die ist so, ich stehe irgendwie im Moment auf Neutraltöne, aber die ist so goldneutral. Die ist verdammt schön, finde ich. Ja, und sie hat mir gesagt, ey, da ist was passiert mit der Farbe. Ich habe es nochmal rein. Mir wurscht. Ich vertraue sie total. Also, richtig schön. Ich stehe momentan auf, ja, wobei ich gerade auf dem Augenlid was gräulich-grünes habe, aber ist nicht mehr so mega intensiv. Aber manchmal komme ich so und dann muss ich Farbe benutzen. Und ja. Also, das sind die Sachen, die ich tatsächlich bestellt habe, sozusagen. Und was ich nicht unbedingt bestellt habe, aber sie hat gesagt, okay, die packe ich dir auch rein, weil du magst die und so weiter und so fort. Und sie verpackt so gut, ey. Zwei Foundations, die ich nicht unbedingt gebraucht habe, aber die haben mich auch interessiert. Und wenn sie die schon dabei gehabt hat, ich habe gesagt, okay, pack sie mir einfach rein. Ich nehme die mit. Einmal den Maybelline Dream Radiant Liquid Foundation in Natural Ivory. Das ist das hier. Und einmal die Revolution Conceal and Hydrate. Soll richtig gut sein, sagen viele. Und deswegen habe ich gesagt, ich hätte mir die wahrscheinlich irgendwann mal sowieso gekauft. Dann haben sie gesagt, ihr packt es rein. Dann unbedingt wollte ich diese zwei Schätzchen haben von Tarte. Einmal den Princess Park Avenue Princess Bronzer. Den wünsche ich mir schon seit lange. Und in Mini ist es mega zum Testen. Dann weiß ich, ob der was für mich ist oder nicht. Richtig schön. Und dann der Harmony Blush. Ich wünsche mir seit lange einen Tarte Blush. Und jetzt habe ich einen. Sind 1,5 Gramm, kann man platt machen. Es ist eine neutrale Farbe, kann man immer benutzen. Sehr gut. Dann hat sie mir zwei von dieser Rivaldo Loop Eyeshadow Base, was ich total liebe. Sie hat gesagt, ey, ich habe die bei mir noch gefunden und ich packe sie dir rein. Bin total dafür. Dann habe ich zwei von diesen, das sind diese Mini Lippenstifts von, ach Gott. Ey, ich von Pat McGrath. Ich hätte mir die nie gekauft. Schaut mal die Farben. Ich traue mich nicht einmal. Das sind so winzig kleine, die kann man auf jeden Fall platt machen. Pat McGrath würde ich mir nie kaufen. Also, ich konnte mir kaufen. Ich könnte mir gönnen. Aber, nee, habe gesagt, nein, das ist mir zu teuer. Und einmal diese Farbe. Omi? Omi-Lipstick? Keine Ahnung. Ja. Aber hab's genommen. Flash 3 ist die andere. Werden in ein Projekt bestimmt landen. Dieser dunklere wahrscheinlich im Winter. Ja. Dann waren bei ihr, sie hat mir gesagt, die sind neu, wenn du die haben möchtest. Habe gesagt, ja, ich benutze sehr ungerne Lipglosse, aber ich kenne jemand, der sich sehr drüber freuen wird und das ist
Meine liebe Melanie, die habe ich für dich gekauft. Also ja, gekauft. Du weißt, was ich meine. Also als ich die bei die liebe Sarah gesehen habe, habe ich gesagt, nee, ich benutze keine Lipgloss, aber ich weiß jemand, der sich drüber freuen wird. Und es ist nicht unbedingt, also das habe ich mit dir ausgemacht, bevor du mir die Proben geschickt hast. Also nicht, dass du denkst, das haben wir schon vor einem Monat ausgemacht, glaube ich. Dass ich die zwei nehme und ich habe ihr auch gesagt, das sind für dich. Also, liebe Melanie, jetzt denk nicht, dass ich dir die schicke, weil du mir die Proben geschickt hast. Nein, diese Freude wollte ich dir machen, bevor. Das sind zwei Farben, ich hoffe, dass du die nicht hast. Das ist Fussy und Hot Chocolate. Es ist irgendeine Winter-LE, keine Ahnung, weil ich mit Glosse null, aber die schicke ich dir demnächst und ich habe noch was für dich. Und Dankeschön, liebe Sarah. Und ja, es ist schön. Ich hoffe, dass es euch nicht stört, wenn ihr das alles seht. Aber ja, ich mag meine Ladies. So. Und dann zu guter Letzt habe ich mir bei ihr das Sugar Bomb, ist das? Ja. Sugar Bomb Blush von Benefit noch gekauft, weil ich den richtig schön finde. Und ja, nehme ich mit. Vielen lieben Dank, das ist alles. Ich habe nicht so viel erwartet, Leute. Auf gar keinen Fall. Das ist unglaublich viel. Und ja, ich schaue die Uhr, weil ich muss raus und ich muss weg und ich muss raus und ich bin überfordert. Ich bin. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Das war's. Vergiss nicht mitzumachen bei meiner Verlosung. Also diese Palette und den Primer auf jeden Fall. Vielleicht kommt noch was dazu. Dankeschön. Und schreibt mir in die Kommentare, dass ihr mitmachen wollt. Und ja, Dankeschön, dass ihr Teil von meiner Freude wart oder so. Wie soll ich das sagen? Ja, dass ich meine Freude mit euch mitteilen könnte. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.